Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Dandos, der Let's Play Opa, wieder hier mit Webcam bei Foundation. Und ich hoffe, die Aufnahme ist flüssig und so weiter und so fort. Wenn ich hier so Richtung OBS gucke und mir da so ins Gesicht blicke und so, da sieht das alles etwas ruckelig aus. Ich hoffe, das wird bei der Aufnahme, also wenn ihr euch das anschaut, ne, wenn das dann fertig ist, ich hoffe, da ruckelt nichts. Ansonsten, falls doch, bitte ich das zu entschuldigen. Ich verzweifle heute schon. Das ist irgendwie das erste Mal nach langer, langer Zeit, wo ich wieder mit Webcam hier arbeite. Und erst haut der Ton nicht hin, dann haut dieses nicht hin. Jetzt habe ich dieses komische Ruckeln im Vorschaufenster von OBS. Ich habe die Aufnahme, ich habe so eine Probeaufnahme gemacht. Da war nichts zu sehen. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich kann für wirklich nichts garantieren. Das wird etwas heftig werden. Und durch diese ganze Verzögerung hin und her hickhackt und hast ja nicht gesehen, hier einstellen, da einstellen, hier korrigieren. Ich fürchte, Stray wird wohl dann auch in dieser Woche, in der jetzt hier dieses Video veröffentlicht wird, auf der Strecke bleiben müssen. Ich glaube, ich kriege das jetzt zeitlich leider nicht gebacken. Ich hatte es eigentlich vorgenommen, ja, dass das also eine Zeit gleich mit dieser Geschichte hier mit Foundation und Webcam aus Stray wieder weiterläuft und so, aber ich glaube, das wird mir zu heftig alles. Ja, trotzdem, willkommen hier bei Foundation und ich hoffe, die Runde wird einigermaßen gut. Wo ich gerade dabei bin, Dinge anzusprechen, möchte ich bei der Gelegenheit den guten Stefan Wetschka begrüßen, mein 30. Abonnent. Moment. Das ist für dich. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Er ist gerade, so hat er sich in einem Kommentar geäußert, gerade dabei, hier sich die Foundation-Reihe anzugucken und hatte dann direkt eine Reihe von Fragen. Unter anderem ging es ihm um die Mods. Er selber scheint da wohl sehr aktiv mit Mods unterwegs zu sein bei Foundation, was ja auch vollkommen korrekt ist und in Ordnung ist und so weiter. Jeder natürlich so, wie er mag und ist für gut befindet. Und Mod-Entwicklung wird ja auch von den Entwicklern selber sehr unterstützt. Er hatte halt die Frage, ne, ob ich Mods verwende und welche Mods das wären für den Fall das. Und hatte dann selber eine angesprochen. Ich hoffe, ich lese das jetzt richtig vor. Badischkis Mod-Pack soll wohl sehr gut sein. Und soll wohl auch für die Produktionssteigerung, wenn ich das richtig interpretiert habe, in seinem Kommentar nochmal speziell zu diesem Thema wohl auch ganz gut sein, weil ich ja des Öfteren hier am Meckern bin, ne, von wegen Erträge hier, ne, in Bezug auf gerade mal hier, ne, hier, also ihr seht das jetzt nicht, Eisen und so weiter und so fort, altes Thema. Und ja, und ich hatte ihm dann geschrieben, naja, also natürlich so schnell wie möglich. Also was Kommentare anbelangt, wenn ich sehe, da hat jemand kommentiert, ich versuche nach Möglichkeit so zeitnah auf zu reagieren, wie ich kann. Durch meine Berufstätigkeit kann das schon mal sein, dass da so mal ein, zwei Tage dazwischen sind, wo ich es dann erst registriere. Oh, da hat jemand einen Kommentar geschrieben. Jetzt wird Zeit, dass ich mich melde. Also wenn es dazu Verzögerungen kommen sollte, auch da möchte ich mich natürlich auch für entschuldigen an dieser Stelle, ist halt der Situation geschuldet. Und aber ich versuche, wenn ich, also ich bin nicht mehr unbedingt jeden Tag auf YouTube und insofern kann das schon mal passieren. Ansonsten, also wenn ich halt merke, da hat jemand kommentiert, kriegt er eine Antwort von mir relativ schnell. Eine Antwort erfolgt immer. Also, ne, also manchmal vielleicht ein bisschen zu warten, wenn es sich dann verzögert. Nicht böse sein. Das ist nicht, weil ich keinen Bock habe oder das nicht mitkriege oder ne, ich habe es dann einfach nur zu spät mitbekommen. Und das erstmal so ganz generell vorweg. Ja, wie gesagt, also der gute Stefan, der wollte halt wissen, wie sieht es denn hier mit Mods aus? Und aktuell ist es so, dass ich keine Mods nutze. Ich präsentiere das Spiel so, wie es aktuell der Stand ist von Seiten der Programmentwicklung. Und das wird auch erstmal so bleiben. Das heißt, solange Foundation nicht fertig ist, also nicht den offiziellen Release hat, werde ich keine Mods einsetzen. Einfach aus dem Grunde, eben weil das Programm noch in der Entwicklung ist. Ja, natürlich
spornt das viele Leute, ne, gerade in der Mod-Entwicklung, dafür an, Dinge, die es im Programm derzeit noch nicht gibt und vielleicht mal irgendwann geben wird, oder vielleicht auch nicht, man muss das abwarten, durch eine entsprechende Mod auszugleichen. Ja, da entsprechende Sachen, die aus Sicht der Spieler und Spielerinnen, aus Sicht der Mod-Entwicklerinnen und Mod-Entwickler, aber normalerweise weit reingehören würden und ne, die bringen die da rein. Es geht ja nicht nur darum, dass die irgendwie andere Gebäude erstellen, um die Auswahl der Gebäude zu erhöhen, um Foundation insgesamt optisch irgendwie schöner zu machen und solche Geschichten, sondern es gibt ja auch Mods, die tief, teilweise tief, in die Spielmechanik eingreifen. Und das ist genau der Punkt. Deswegen mache ich das mit den Mods im Augenblick nicht. Ich will diese starken Veränderungen noch nicht. Zum einen kann es halt sein, dass die Entwickler selber auf die Idee kommen, Funktion XY, die es im Augenblick noch nicht gibt, aber dann in der finalen Version ne, dann vorhanden sein wird, die sie da halt so im Laufe der Zeit der Entwicklung einbauen. Und dann wird die Mod hinfällig oder Teile einer Mod, die halt vielleicht verschiedene Funktionen anbietet, die es derzeit im Spiel eben bedingt durch die noch Entwicklung aktuell halt noch nicht gibt. Und dann fängt man da an, hin und her zu jonglieren und da muss die Mod vielleicht komplett raus, weil der Entwickler der Mod halt nicht auf diesen Entwicklungsstand, der dann am Ende der Entwicklung des Spiels vorhanden sein wird, reagiert. Wie auch immer, ja, so Mods sind ja Fanprojekte, Leute, ne, die da irgendwie Spaß dran haben, das zu machen. Und das ist dann halt nicht garantiert, dass die auf jede Entwicklung des Programmes, ja, also jede Weiterentwicklung des Programmes, des Spiels, reagieren oder das entsprechend anpassen. Ja, und dann hat man dann eine Mod, mit der man nichts mehr machen kann oder so halt. Und dann ist das, was man vorher präsentiert hat, halt nicht mehr aktuell, nicht mehr relevant. Und muss sich dann doch mit dem halt begnügen, was dann halt das Spiel selber anbietet. Wie auch immer, ja. Und um so einen Hickhack von vornherein aus dem Weg zu gehen, gehe ich erstmal den ganz straighten Weg und sage, okay, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Wir müssen erstmal abwarten, was die Entwickler alles noch da reinbasteln werden. Und da wird noch eine Menge kommen. Und von daher, seht es mir bitte nach, wenn ich da halt diesen cleanen Weg gehe und sage irgendwie, Mods, gut und schön, feine Sache, überhaupt kein Thema, aber im Augenblick noch nicht. Das heißt also, Mods im Augenblick nein, aber Mods nicht nein generell, sondern Mods ja, aber erst wenn das Spiel fertig ist. Und da werde ich dann halt auch das entsprechend ankündigen und es wird dann halt quasi eine Mod-Staffel geben, ja, wo ich dann verschiedene Mods vorstelle, hier halt in das Spiel integriere, sie erläutere, natürlich hier, ne, auch dann hier da biete und dann halt auf die Art und Weise zeige, wie sich die Mod im Spiel auswirkt und welche Vorteile, welche Nachteile sich daraus ergeben und so weiter und so fort. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik, das kommt irgendwann. Und wann das kommen wird, das hängt halt davon ab, wie lange die Entwickler noch brauchen, um Foundation fertigzustellen. Mir ist es ehrlich gesagt lieber, die lassen sich Zeit. Ne? Und wie man ja bis jetzt sehen kann, gehen die ja sehr, sehr, ja, stringent. Nein, ist nicht das richtige Wort. Mir fällt es jetzt gerade rein. Also sie gehen da sehr ernst an die Sache ran. Also sie lassen sich die Zeit. Sie haben einen Fahrplan, den sie ja auch veröffentlicht haben. Die Roadmap ist ja einsehbar und gehen da halt Punkt für Punkt durch und lassen sich da auch nicht unbedingt in die Suppe spucken und gehen den Weg, den sie so meinen, gehen zu müssen, was ich auch total in Ordnung finde. Also ich muss nur sagen, wenn ich da an andere Entwickler denke, die da großartige Sachen angekündigt haben, was alles in dem Spiel drin sein wird und wenn das rauskommt, ist das ganz super toll und dann kam es irgendwann raus und dann war es dann alles andere, aber nicht super toll. Ja, und insofern muss ich schon sagen, hier, ne, was hier die Leute machen, die gehen aus meiner Sicht den richtigen Weg. So, jetzt genug der Vorrede. Ich bin schon ganze 10 Minuten hier am Quatschen. Da darf nicht wahr sein, die Zeit vergeht. Und wir haben noch nichts gemacht. Keine Sorge, diese Folge wird aus dem Grunde etwas länger, als dass ihr das normalerweise gewohnt seid. Und ich kann dieses Geruckel da auch nicht mehr sehen. Und ich hoffe, es ruckelt auch wirklich jetzt nicht in der Aufnahme. Von daher fangen wir einfach mal an. So, der gute Stefan ist hoffentlich auch heute wieder mit dabei und guckt sich das an und hat das Ganze mitbekommen. Und ja, Prost. Kaffee ist auch wieder mit am Start. Alles wieder so wie gewohnt. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss auf
Erstmal muss ich die Aufnahme hier aus dem Spiel starten. Da muss ich auf Aufnahme rüber switchen. Und ich guck mal ganz kurz. Also im Spiel geht das hier flüssig, bei OBS nicht ganz so. Ich hoffe, es ist wirklich nur in dieser Übersicht von in diesem Vorschaufenster von OBS und hat nichts mit der Aufnahme zu tun, sonst weiß ich nicht, dann kotze ich im Strahl. Entschuldigung. Aber ich habe hier mehrere Anläufe gebraucht, um hier überhaupt was machen zu können. Ohne dass ich irgendwie eine Erklärung dafür habe, warum, weshalb, weswegen, weil ich habe in den Einstellungen nichts gedreht. Das ist der springende Punkt. Ich habe auch noch nicht die aktuelle Version 28.01 von OBS installiert, weil ich, und da sind wir wieder beim Thema, wenn man so will, Mods in dem Fall nicht, aber sowas ähnliches. Wie heißen die Dinger denn jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, halt Tools, Erweiterungen hier für OBS, die das Ganze halt vom Funktionsumfang entsprechend erweitern. Die hinken noch zum Teil etwas hinterher. Und aus dem Grunde habe ich noch nicht die neue Version, sondern ich habe mir noch die Version 27 Schlag mich tot von OBS drauf. Also alles so, wie es war, bevor ich diese Zwangspause mit der Webcam gemacht habe, aus Gründen. Und nun gut. Gut, jetzt aber ab ins Spiel. Ich erzähle dir die ganze Zeit über andere Dinge und wir haben Kloster gebaut, schon lange fertig. Ach, ja. Oh, Schrei. Das meint er. Ja, oh, die ist fertig. Das ist cool. Ja, da gibt's doch direkt wieder hier, wo muss ich? Hier ist richtig, ne? Ich habe Schlaffreude, ich hab Schlafseele gemacht. Ich habe Schlafseele hergerichtet und ich habe ja auch hier zwei Mönche schon rum existieren. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Was ist da los? Spiel pausiert nicht. Nee, da laufen Leute. Habe ich nicht genügend freie Kapazität. Das kann natürlich sein. Da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Nö, ich habe Arbeitslose en masse. Geld ist ja auch vorhanden. Ach, da muss ich. Ich bin gewohnt auf dieses Pluszeichen. Der Start schlechthin. Profis bei der Arbeit. So. Ja, also das geht. Gott sei Dank. So, das mit dem Steuereintreiber, das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, gesehen. Da waren es 7, das sind schon 14. Das wird. Wir kommen da so langsam hin, wo wir hinwollen. Was brauchen wir noch? Ich hatte in Auftrag gegeben eine Juwelierwerkstatt. Die funktioniert gut, die ist auch schon besetzt. Okay. Habe ich hier Holz, Edelstein, Kohle und Goldbarren. Und ich bin mir relativ sicher, ich bin selber so laut. Ich brülle mich die ganze Zeit selber hier an. Soll mal ein bisschen leiser stellen. Ich hatte einen Lagerplatz, wo die Schmuckgegenstände entsprechend gelagert werden können. Da wird was gekauft. Das ist doch hier. Ach, der ist noch neu. Ah, sehr gut. Der wird noch gar nichts verkauft. Das ist nice. Das habe ich gesucht. Da würde ich jetzt hingehen und sagen, hier verkaufen wir Schmuck. Da werden natürlich jetzt Leute für eingestellt. Ein Leut, um genau zu sein. Und dann wird hier jetzt Schmuck angeboten. An irgendeiner anderen Stelle müssten Kräuter verkauft werden. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist auch der Fall. Da geht es auch mit Kräuter ganz gut ab.
Das ist schön. So, wir bekommen 3 neue Bewohner und wir haben ein weiteres Vorkommen an Marmor gefunden. Das ist auch schön. Wir haben ein bisschen Geld auf der Tasche. Dann würde ich doch sagen, Territorium. Boom, dazu. So, dann kann ich nämlich hier Marmor abbauen. Ja, bevor ich da großartig was anderes mache, machen wir das einfach mal. Bauen. Ressourcenproduktion. Ich kann mir das nicht merken. Logistik kann das nicht sein. Ressourcenproduktion, da würde aber Marmor und solche Geschichten. Also Minen, prinzipiell. Ach nee, das geht ja hier anders. Du lernst das nie mehr, Mann. Also in diesem Leben lerne ich das nicht mehr. Nichts zu berichten, ja. Wie wär's denn hier mal mit Bauen? So, ja, wir sind wieder voll konzentriert bei der Arbeit. Wir brauchen natürlich einmal eine Mine, dann so einen netten kleinen, netten kleinen Kran. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Den setze ich hier hin. Ein kleiner Kran kann da platziert werden. Dann der Karren. Der muss immer alles aus dem Dreck ziehen oder so. Den setzen wir dahin. Und dann gehe ich mal auf Bauen. Und dann schauen wir mal, was da passieren wird. Dann habe ich endlich Marmor. Das ist cool. Genau, von wegen cool. Ja gut, der hat ja erstmal da den großen Kran. Da wird dann entsprechend Marmor gelagert. Dann brauche ich aber die Möglichkeit, Dinge, die ich da produziert habe, damit produziert habe, vielleicht auch zu lagern. Das ist die große Frage. Ich weiß, ich habe da so ein Produktionswerkstatt, so will ich das mal nennen. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Die muss ja irgendwo rum existieren. Bin so weit konzentriert. Gebäude. Bereibekerei. Bauhütte. Bildhauerwerkstatt, das hab ich doch. Sehr schön, die ist da. Das ist gut. Und wir haben hier einen Speicher. Aber keinen. Ah doch, hier da haben wir Lagerhäuser, die wichtige Dinge lagern. Das ist aber kein Problem. Denn in weiser Voraussicht habe ich hier ja noch Platz gelassen. Und würde vorschlagen, dass ich hier einfach mal, das war jetzt Logistik, hier so ein Lagerhaus hinsetze. Ich glaube, das würde sich anbieten. So, da bauen wir hier noch ein weiteres Lagerhäuschen hin. Da kann ja noch anderes, ne, gelagert werden. Alles, was so irgendwie wichtig ist. Und gucken wir mal. Unter anderem, wie gesagt, wäre gut vielleicht Marmor und natürlich hier, ne, so Geschichten, die der da herstellt, die da unter Umständen erstmal auch noch untergebracht werden können. Weil wir ja auch Sachen dann verkaufen können. Ja, denke ich mir. Also zumindest Marmor können wir, glaube ich, verkaufen. Ich komme mal ganz kurz auf Handel. Möchte kaufen. Bären. Hast du nicht gesehen? Irgendwo war doch da was. Ach, einer wollte Schmuck. Das war's. Ja, da produziere ich erstmal nicht, noch nicht selber genug. Aber Marmor selber werde ich, Honig kann ich an, könnte ich den Leuten anbieten. Marmor kann ich, darf ich natürlich nicht verkaufen. Ja, ach, hier war es jemand. Nee, das war es ja auch. Das ist nicht verkauft. Das wurde auch nicht verkauft. Ich konnte selber weder kann ich selber verkaufen, noch kann ich es kaufen. Mann. Oh je. Ja. Ja, der Tag, der war heute, ich weiß auch nicht.
Manchmal ist da sowas von der Wohnung drin. So, okay, bevor ich jetzt noch weiter rummecker. Wir haben das gemacht. Was müssen wir noch tun? Kein Zug ist auf Waren. So, das werden wahrscheinlich dann wieder diese Geschichten hier sein, von wegen, doch mal schnell. Haushaltswaren und der und das Gedöne. Jo. Das ist der. Nee, genau, da hatte ich. Ich hatte doch hier eine weitere Eisenmine erstellt, wo auch eifrig ge. Oh. Wo eifrig gearbeitet wird, wollte ich gerade sagen. 65 Eisenerz. Das ist cool. Das hat sich aber nicht mal gelohnt. Das ist sehr cool. Jetzt kommen wir mit der Kohleproduktion, ist mehr als genug, also Kohle habe ich da. Der hat auch Kohle, ja gut, Eisen ist klar, das muss ja erstmal noch hergestellt werden. Also daran kann es nicht liegen. Ich habe Holz, ich habe Werkzeuge, ich habe 96 Kohle, also das ist überhaupt kein Problem, Haushaltswaren. Das läuft noch nicht. Was braucht der? Der braucht, glaube ich, Werkzeug. Ne? Werkzeug und Holz. Bretter, genau. Holzbretter in erster Linie. Überleg gerade, ob ich da auf Holz Bretter gehen sollte. Ein Sägewehr. Geistert mir gerade so durchs Köpfchen. Wir haben zwei Sägewerke. Da bin ich mir relativ sicher. Und soweit ich mich entsinnen kann, sind die auch beide. Die sind doch jede Menge Projektor, aber Flo. Die sind also beide im Betrieb. Ja. Ja. Da machen wir jetzt ein Holz. Okay, ja, ich meine gut, es wird auch immer noch jetzt hier wird noch gebaut, insofern. Hier wird nichts mehr abgeholzt, außer natürlich die Geschichte, die ich für die Produktion von Holzkohle brauche. Ich merke schon. Ich werde nicht darum rumkommen. Hier irgendwie ein weiteres Holzfällerlager zu errichten. Vielleicht sogar hier so. Oder vielleicht hier. Da ist der Weg zu weit. Ich setze das erstmal hier hin. Und da muss ich mir dann auch überlegen, wie ich da weitermache. Moment, bevor ich das mache. Das ist hier sehr hügelig. Ich glaube, ich mache beides. Ich mache hier ein Holzfällerlager hin und einen Förster. Und mache hier eine weitere Holzproduktion. Ich denke, das wird am besten sein. Einen Moment. Erstmal das Lager. Das würde ich ganz gerne hier so platzieren. Mittendrin ungefähr. So bauen. Dann den Förster. Passt aus. Genau, das würde ich. Ich weiß, ich nehme jetzt ziemlich Platz weg, aber das muss jetzt erstmal sein. Das setzen wir quasi. Moment, mal ein bisschen näher ran, sonst sieht man wieder nichts. Da ist der Eingang. Dann würde ich den egal so. Zack. Direkt daneben. Und Wasser ist eigentlich hier. Schauen wir mal. Gut. Der Förster mit Farben auf Forst. Ja, Vorsicht. Wenn ich jetzt anfange, hier mit Farben rum zu experimentieren und den jetzt sagt hier, ne, hier bitte aufforsten, wir haben hier vorne einen Förster, dann rennt der doch bestimmt dahin, solange hier noch nichts ist. Das mache ich erst, wenn das fertig ist. Ja, sonst gibt das ganz großen Ärger unter Umständen. Muss nicht, ne? Also ist nicht unbedingt zwingend gesagt, aber ich habe in dem Spiel schon alles. Ich glaube, ja. Bin mir so ziemlich sicher. So. Ja.
Ich gehe immer noch so ein bisschen kritisch hin, irgendwas, also entweder mit OBS irgendwas nicht oder mit meiner Grafikkarte, wenn er da so komisch ruckelt. Ich hoffe, die Aufnahme ist wirklich gut und da ruckelt nichts. Aber wenn ich da so Richtung OBS gucke, da wird mir ganz anders. Da wird mir ganz anders. So, wie sieht's hier mit dem... Immerhin 14. Das ist schon mal nicht schlecht. Weitere Projekte könnten beispielsweise sein hier, ne, von wegen Winzerei und so, aber gucken wir erstmal. Ich will es nicht übertreiben. Zumal wir ja uns auch noch um diese Dinge hier kümmern müssen. Eine Bäckerei und eine weitere Windmühle habe ich ja bereits. Ich denke, es ist keine falsche Idee, wenn ich hingehe und sage, Nahrungsproduktion, Moment, da der Brunnen ist, würde ich ganz gerne dann hier, nicht mit der anderen Bäckerei da irgendwie in Konflikt kommen, so platzmäßig. Na, alles nicht so optimal. Na, egal. Machen wir das mal so. Damit das auch einigermaßen noch aussieht. Hier noch eine weitere Bäckerei hinsetzen und natürlich dann hier so ungefähr noch eine Windmühle. So. Dann haben wir erstmal wieder genug Bauaufträge. Und ne. Dann geht auch die Brotproduktion noch weiter rauf. Und was ich auch machen möchte, das werde ich aber nicht mehr in dieser Folge machen. Ich würde noch weitere Käsereien und sowas in der Richtung ins Leben rufen. Eventuell hier. Dass wir das hier hochziehen. Wir haben ja einmal hinten in der Ecke. Irgendwo da. Hier, genau. Hier haben wir einmal so eine Produktionsstelle. Die müsste aber dann halt bis hier hinten irgendwie die Leute laufen, um dann Käse und so weiter dahin zu bringen. Insofern meine Überlegung, hier was in der Richtung zu machen. Damit die Produktionswege und die Wege halt zu den Märkten halt alle etwas kürzer werden. Und ja. Ich habe ja auch hier, ne, mit Weizen und so, da habe ich auch versucht, so gut wie es geht, irgendwie so ein bisschen zu verteilen. Damit die entsprechenden Wege sich in Grenzen halten. So, aber das ist noch Zukunftsmusik. Das kommt alles noch. So, achso, da wollte ich auch noch mal ganz kurz gucken, weil ich ja hier diese Erfahrung gemacht habe, dass da auf einmal die Produktion relativ gut läuft. Wie sieht es denn hier aus? Ich weiß nicht warum, aber hier ist die noch immer sehr suboptimal. Irgendwie ist diese Stelle hier nicht so ergiebig oder keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Ich meine, gut, die bauen hier schon eine ganze Weile ab. Möglicherweise wird es auch irgendwann vielleicht mal weniger. Ne? Das kommt ja auch noch. Man weiß es nicht. Ne? Kommt auch wieder darauf an, was die Entwickler so vorhaben. In der realen Welt ist das so. Ja, da sind Rohstoffe sehr begrenzt. Manche Leute hier, auch in der realen Welt, verstehen das zwar nicht, aber ich meine irgendwie, da geht immer so lustig weiter. Jetzt bin ich baff. Ich beschwere mich nicht, um Gottes Willen, aber da liegen ja Welten zwischen. Ich meine, so stelle ich mir sowas auch vor, ne? Wenn hier abgebaut wird, dass da wirklich was, ne? Wenn, zumal die ja diese Kapazität haben von 200, ne? Dass man da auch in diese Richtung geht. Was ist denn da damals passiert? Warum haben die 2? Oder vielleicht mal 4? Jetzt haben sie 3? Ein Kranlager? Achso, hier. 6. 6 von 200, ja? Soll ich das hier mal einreißen und nochmal neu machen? Keine Ahnung, also jetzt bin ich, da liegen ja Welten zwischen, aber wirklich, nicht nur von der Entfernung her, also, warum?
stimmen. Also, ich bin sprachlos. So, ja, das, wo ich die ganze Woche quatschen bin und relativ wenig mache. Es gibt aber jetzt auch im Augenblick nicht ganz so viel, das muss ich noch dazu sagen. Hier ist noch alles im Aufbau, viele Sachen sind fertig. Und das, was ich meine im Aufbau, das sind hier die Bauten, die hier durchgeführt werden, hier bezüglich solcher Geschichten, die ja noch nicht fertig sind, wo ich nichts machen kann. Was ich vielleicht machen sollte. Und wegen, wo ich nämlich noch nichts machen kann. Was ich vielleicht machen sollte, ist folgendes. Jetzt machen wir nochmal eben hier schnell nochmal so einen Brunnen da hinsetzen. So. Mann. Ja, ich meine, immerhin, wir haben so den ein oder anderen Bauauftrag erteilt. Ich habe euch ganz viel über meine Lebensprobleme erzählt. Und so ein bisschen was ich mit Mods vorhab. Irgendwann mal. So. Ja, ich würde sagen, 32 Minuten Aufnahmezeit. Ich hoffe, dass diese 32 Minuten jetzt nicht vollkommen für den Arm waren. Den Arm waren und wenigstens ein bisschen was gebracht haben und ne, also auch von der Aufnahmequalität her. Jetzt weniger von dem, was ich hier so erzähle. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass ich hier mit Webcam unterwegs bin und ich schaue mir jetzt gleich erstmal das an, was ich da verbrochen habe, dass so gezeigt werden kann oder ob es vielleicht bei dieser einen Folge bleibt. Ja, denn, also die werde ich auf jeden Fall veröffentlichen, egal wie krumm und schief die jetzt geworden sein sollte. Und ne, einfach dokumentieren, dass die halt krumm und schief geworden ist und ich hier Probleme habe, unter Umständen technischer Art, die ich erst beheben muss. Ja, Story ist aus meinem Leben. Aus dem Leben eines Let's Players. Okay. Danke fürs dabei sein, danke fürs Weiterfolgen und so weiter und so fort, dass ihr euch das hier antut. Ne? Stefan, nochmal Grüße hier von meiner Seite an dich und ich hoffe, du hast das hier gesehen und kommentiere ruhig, ne? Kein Problem. Also Kommentare könnt ihr natürlich auch, dürft ihr natürlich alle gerne auch schreiben. Anregungen, Kritik, Lob, Tadel, alles erlaubt. Ne, wie gesagt, wenn Kritik, dann bitte nach Möglichkeit konstruktiv. Nicht einfach schreiben, das ist alles nur Mist. Weil da bringt mir nichts, daraus kann ich nichts verbessern. So. Ja, ich hoffe, ich habe soweit auch erstmal alles abgehakt, was ich abhaken wollte. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.